Der Fall Ofarin gegen Westin Leipzig ist in die nächste Runde gegangen und der Einsatz wurde mal eben verdoppelt. Auffällig war ja gestern, dass das Hotel sich zwar gegen Antisemitismus ausspricht, aber sich zu keinem Zeitpunkt entschuldigt hat bei Herrn Ofarin. Und das bedeutete entweder, dass hier ein Hund reinkommt, der auch mit ins Bild möchte. Komm her, Elli. Hoppala. Okay. Wir haben hier einen wilden Hund. Und jetzt sind wir ein bisschen weit weg vom Mikro. Nelly, willst du auch was sagen? Also, der Umstand, dass das Hotel sich nicht entschuldigen wollte, war entweder ein Zeichen dafür, dass das Hotel total verrückt ist oder dass sie eine andere Sichtweise auf den Sachverhalt hatten. Denn gesprochen hatten sie ja schon und sie wollten mit Herrn Ofarin Kontakt aufnehmen. Das hat nicht so richtig gut funktioniert. Also, sie haben zwar hingeschrieben, Herr Ofarin hat sich mittlerweile in einigen Interviews zur Sache geäußert. Und jetzt kommt die Nachricht, dass der Mitarbeiter oder einer der beiden betroffenen Mitarbeiter Strafanzeige gegen Herrn Ofarin erstattet haben wegen übler Nachrede oder Verleumdung. Denn derjenige, der über einen anderen eine Tatsache verbreitet oder behauptet, die geeignet ist, diesen verächtlich zu machen, der wird bestraft, wenn er nicht diese Tatsache beweisen kann. Und jetzt kommt es eben darauf an. Upsa. Entschuldigung für den... jetzt ist gerade hier was kaputt gegangen auf dem Handy. Wenn jetzt, das ist was für die Tierhalterhaftpflichtversicherung, wenn jetzt Herr Ofarin beweisen kann, dass die Schilderung, die er auf Instagram gepostet hat, der Wahrheit entspricht, dann geht er straffrei aus und dann hat das Hotel ein ernsthaftes Problem. Wenn sich aber herausstellt, dass die Schilderung nicht der Wahrheit entsprach und die Polizei sagte, sie soll wohl angeblich erheblich abgewichen haben von der Instagram-Schilderung, dann haben wir ein Problem für Herrn Ofarin. Mal sehen, wie die Sache ausgeht.